Heute zusammen mit Romano, Kapitän auf dem 320er. Wir fliegen zusammen auf Athen. Mein Co-Pilot kommt aus der Reserve. Der Flieger, den wir übernehmen, ist noch unterwegs. Am Abend sind noch ein Gewitter angesagt. Welcome to Summer Operations. Heute Flieger ist im Moment noch in Berlin. Der startet jetzt dort und sollte 10 Minuten bevor wir hier starten sollten, ankommen. Es gibt sicher schon eine halbe Stunde Delay. Hunger wird es nicht besser. Der Thessaloniki ist nicht gut. So, dass man etwas Verspätung aufholen kann und die Zeit optimal nutzen kann. Ich bin bereit, um den Flieger herum. Ich mache meinen Walkaround. Das ist ein Check, den wir vor jedem Flug machen, um zu schauen, dass das Flugzeug auch in Ordnung ist. So, Fenner, sind wir jetzt im Cockpit. Und jetzt schauen wir, dass wir möglichst schnell den Flieger parat machen, sodass wir nicht noch mehr Verspätung aufladen. Wir hatten eine Pushback-Clearance. Aber weil der Slot alles ein bisschen knapp ist und wir den so verpasst haben, haben wir jetzt wieder abbrechen müssen. Jetzt hat es offenbar den Sektor dort, der ein bisschen voll ist. Du hast es getroffen, gell? Das ist unsere Route und hier ist irgendwie das Problem. Und da haben wir wieder die Restriktion drauf. Die Slots werden verteilt aufgrund von dem Air Traffic Control Center. Die sagen einfach, wir können nur noch, ich sage jetzt eine Zahl, 25 Flugzeuge pro Stunde dort durchlassen. Und dann verteilen sie die Slots dann an die entsprechenden Flugzeuge. Wir haben am Boden recht viel Zeit verloren. Die Condor hat keine Startfreigabe bekommen, weil das Wetter ist reingezogen, wo wir schlicht einfach nicht starten konnten, weil sie nicht den Platz im Moment zugetan haben. Aus Sicherheitsgründen können wir nicht in die Gewitter rein starten. Sie haben wieder aufgetan, dann haben wir können gehen und sind jetzt unterwegs. Aber eine Stunde und 45 Minuten zu spät. Das ist das, was wir jetzt den ganzen Tag mittragen werden. Jetzt heisst es einfach fliegen. Im Sommer braucht sehr viel Flexibilität von allen, weil ich nie kann sagen kann, wenn ich effektiv Feierabend habe. Das heisst, dass ich privat an den Tagen, wo ich fliege, eigentlich am Abend wenig Termine wahrnehmen kann, weil ich schlicht und einfach nicht weiss, bin ich pünktlich um 5 Uhr daheim oder gibt es allenfalls Delay. Es ist nicht frustrierend in dem Sinne, es gehört ein bisschen dazu und man hat sich wieder mit abgefunden. Natürlich ist es frustrierend, wenn der Passagier muss sagen muss, dass man schon wieder spät ist. Während mein Kollege schon wieder Tschüss sagt, und ich schon wieder fliegen kehren für einen Heimflug. Wir haben ja möglichst schnell wieder gehen. Ich glaube, eine gewisse Ruhe braucht es einfach. Je ruhiger das angeht, desto einfacher ist es, wenn es die innerlich vielleicht gewisse Sachen aufregen. Aber es überträgt sich dann auf die Crew und auf die Kabinenbesatzung und auch auf die Passagiere und das bringt es nicht. Ja, es ist natürlich schön. Ich sage jetzt, nach dem 400. Sonnenuntergang hast du es ja mal gesehen. Nein. Natürlich, ich meine, das ganze Umfeld zusammenarbeiten, das wächst natürlich. Und macht den Job auch aus, oder nebst dem technisch, aber auch Zusammenarbeit mit meinen Kollegen hier im Cockpit, Zusammenarbeit mit der Kabine. Und manchmal klingt es sogar trotz Verspätung der Passagiere auch noch ein Lachen zu entlocken. Und dann ist das eigentlich nicht so schlecht, oder? Hey, ja, das war ein Tag Sommerops im Cockpit. Habt's gut, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.